Mir lag die Barockmusik immer sehr am Herzen. Und so ist Barucco entstanden. Es war immer das Bestreben, ein Orchester zu haben, wo man Beziehungen aufbauen kann, wo man sich kennenlernt, musikalisch wie menschlich. Weil ich glaube, dass man Beziehungen in einem Klang hört. Und eigentlich war es immer so, dass Barucco als fixe Einheit mit einem professionellen Vokalensemble gedacht war. Und manches im Leben dauert ein bisschen länger. Aber jetzt, 2023, 2024, haben wir die Gelegenheit gehabt, in Spanien eine Johannes-Passion zu musizieren. Und diesen Anlass haben wir wahrgenommen, um Barucco-Vokal ins Leben zu rufen. Wenn man ein Vokalensemble plant, dann geht es darum, zwei Faktoren als wesentlich zu betrachten. Einerseits müssen die Damen und Herren die Fähigkeit haben, wie engagierte Solisten die Solopartien, die Arien solistisch singen zu können. Und andererseits müssen das Damen und Herren sein, die sehr im Ensemble singen geschult sind, erfahren sind und vor allem das machen wollen. Und ich bin sehr glücklich, dass wir 14 Damen und Herren gefunden haben, die diesen Kriterien zu 100% entsprechen. Für mich persönlich liegt zwischen dem Chorsingen, dem Ensemblesingen und dem solistischen Singen ein großer Unterschied. Beim Chorsingen und Ensemblesingen muss man aufeinander hören, miteinander musizieren, aufeinander eingehen, gemeinsam artikulieren und absprechen und vieles mehr. Beim solistischen Singen ist man sozusagen selbst die Chefin oder der Chef und führt an und wird begleitet. Und dazu kommt noch, dass man in einer größeren Kraft und Öffnung ist und einfach viel freier ist. Also es hat natürlich schon etwas von einem gewissen Challenge-Charakter, hier zusätzlich zum Solo-Part auch noch den Chor-Part zu übernehmen. Zudem denke ich, dass die solistische Umsetzung ganz viele neue Klangfarben mit ins Spiel bringt. Der Reiz einer kleinen Vokalbesetzung
besteht sicher in der Transparenz. Dadurch, dass Orchester und Chor ungefähr in der gleichen Besetzungsgröße musizieren, ergibt sich ein anderes Klangerlebnis. Des Weiteren ist vor allem die Textverständlichkeit stärker. Weniger SängerInnen machen die Konsonanten in der Sprache noch transparenter. Das ist vor allem für uns Bläser interessant, weil wir dann die Linien, die wir kollabate mit dem Chor spielen, viel klarer spielen können und es einfach vom Timing her viel klarer ist. Jesum gekreuziget hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile einem jeglichen Kriegesknecht. Die Zusammenarbeit hier mit Barocco ist einfach phänomenal. Und jetzt mit den Sängern, Barocco Vokal, ist es einfach Weltklasse-Niveau überall und ich fühle mich geehrt, dass ich dabei sein kann. Da sprachen sie untereinander: Wir schicken damit Barocco-Vokalen mit Barocco auf eine spannende Reise und ich hoffe, dass sie viele schöne Erlebnisse und viele gemeinsame Chancen und schließlich unendlich musikalischen Erfolg haben werden.